So, willkommen zurück zu Let's Play Halo 2. Wir waren hier stehen geblieben und müssen leider in diesem Video noch einmal auf den Scarab springen, Leute. Aber das ist ja auch kein großes Problem. 1, 2, 3, Jump. Und hierzu nochmal die passende Musik, Leute. So, räumen wir erstmal hier oben drauf ein bisschen auf. Übrigens, Scarabs sind keine lebende Wesen, wer das denkt. Das sind einfach nur Maschinen. Okay, so eine Erklärung. Wo kommen die alle her? Sehr Wahnsinn. Du Schande. Okay. Den werden wir auch schlagen. Okay, gehen wir in ihn rein. Uiuiui. Okay, selbe nochmal. Perfekt. So. So, da haben wir noch geentert. Perfekt. Das ging mal reibungslos. Holt den Chief raus und zurück zur In Amber Clan. Roger, Mann. Status. Sir, der Prophet will abhauen. Er bitte Erlaubnis zum Angriff. Negativ, Commander. Ich schicke zwei Brummer für Abfangmanöver. Ma'am, Raumriss gleich vor dem Bug des Ziels. Es wird gleich springen, innerhalb der Stadt. Keine Zeit mehr, Sir. Grünes Licht für Angriff. Schneller, näher ran da. Ma'am, ohne genaue Zielangabe? Wir dürfen es nicht verlieren. Wie weit müssen wir den denn noch schleppen? Gibt doch genug Zellen. Schmeißen wir ihn doch hier rein. Die könnten Futter gebrauchen. Wie? Was ist mit uns? Mein Magen knurrt und sein Fleisch ist so geröstet, wie ich's mag. Ruhe! Ihr beide jammert wie daumenlutschende Grunts. Er kommt nicht ins Gefängnis. Die Hierarchen haben was Besonderes mit ihm vor. Edle Propheten der Wahrheit und Gnade. Hier bringe ich den Versager. Sie dürfen gehen, Tartarus. Aber ich dachte... Und nehmen Sie Ihre Brutes mit. Befreit den Gefangenen.
Der Rat verurteilt sie zum Tod durch Erhängen. Dann wird ihre Leiche in der Stadt ausgestellt. Die endgültige Entscheidung über ihre Exekution liegt aber bei mir. Ich bin schon tot. In der Tat. Wissen Sie, wo wir sind? Im Mausoleum des Gebieters. Genau. Hier ruht die Vorhut der großen Reise. Alle Gebieter vom ersten zum letzten. Jeder von ihnen erschaffen und gefallen in Zeiten außergewöhnlicher Krisen. Die Zähmung der Jäger! Der Grandaufstand! Ohne die Gebieter würde die Allianz schon lange nicht mehr existieren! Sogar auf den Knien habe ich kein Recht, hier zu sein. Halos Zerstörung war ihr Fehler und sie tragen die Schuld zurecht. Aber der Rat war übereifrig. Wir wissen, dass sie kein Ketzer sind. Das ist das wahre Gesicht der Ketzerei. Er zerstört unseren Glauben und stachelt zur Rebellion gegen den Hohen Rat an. Das sind falsche Propheten. Öffnet eure Augen, meine Brüder. Sie nutzen den Glauben an unsere Vorväter aus, um uns alle zu vernichten. Die große Reise ist... Dieser Ketzer und alle, die ihm folgen, müssen sterben. Ihre Lügen beleidigen alle, die dem Weg folgen. Was tauge ich noch? Ich kann weder Schiffe noch Truppen in den Kampf führen. So wie es ist, nein. Aber wären sie Gebieter, sie würden mit unserem Segen diese Ketzerei bekämpfen. Was ist mit dem Rat? Ihre Aufgaben als Gebieter sind gefährlich, selbstmörderisch. Sie werden sterben, wie alle Gebieter vor ihnen. Deren Überreste werden dem Rat übergeben. Was kann der Gebieter jetzt tun? Als wir der Allianz beitraten, schworen wir einen Eid. Wir erfüllen unsere Pflicht. Alle ohne Ausnahme. Bei dem Blut unserer Väter, bei dem Blut unserer Söhne, wir schwören die Treue zur Allianz. Treue bis zum letzten Atemzug. Alle, die diesen Eid brechen, sind Ketzer. Verdienen weder Mitleid noch Gnade. Sie nutzen die Konstruktionen der Lords zur Verbreitung ihrer Lügen. Wir werden sie zermalmen wie Dreck. Und unseren Marsch zur Erlösung fortsetzen. Der Panzer steht ihnen. Das Mal verwirkt er aber nicht. Nichts vermag das. Sie sind der Gebieter, der Wille der Propheten. Aber das sind meine Eliten. Ihre Leben zählen für mich, ihres aber nicht. Da sind wir schon zwei. Anführer, jetzt steht es fest. Der Sturm wird die Anlage treffen. Wir sind längst fort, wenn das geschieht. Wir sind der Arm der Prophetengebieter und Sie sind das Schwert. Seid still und flink, dann schlagen wir diese Ketzerei ohne weiteres nieder. Ein Flüstern im Sturm. Und ja, wir sind im Körper des Eliten, wie angekündigt. Diesmal, seht ihr, haben wir auch das Partikelschwert in der Hand. Wie gesagt, das kann man hier auch aufheben und benutzen. Ja, kurz nochmal, ihr habt es gesehen. Ich muss nicht viel zu dem sagen, was ihr gerade gesehen habt, das sollte klar sein. Wir sind auf jeden Fall jetzt der Gebieter, das ist sozusagen ein einzelner Krieger, der den Willen der Propheten ausführt. Propheten der Wahrheit und der Gnade habt ihr gerade eben gesehen. Und ja, als ein solcher sind wir... Unseren Anflug getarnt. Ihr lokales Gefechtsnetz müsste auch durcheinander sein.
Das Überraschungsmoment ist auf unserer Seite. Vorerst. Ja, wir sind also quasi der Befehlsausführer der Propheten. Mehr aber auch nicht. Aktive Tarnung einschalten. Zeigt euch erst, wenn der Gebieter den Kampf mit dem Feind aufgenommen hat. Ja, die Tarnung. Am besten, sie machen das auch, Gebieter. Aber Vorsicht. Ihr System ist nicht so neu wie unseres. Ihre Tarnung hält nicht ewig vor. Wie aktiviert man den überhaupt? Ah, okay. Aktive Tarnung aktiviert. Ihr seht das, wir sind unsichtbar. Und haben jetzt den Kampf auch begonnen. Und ihr seht, das Schwert ist eine unglaublich starke Waffe. Das Batega Schwert. Und im Nachhinein sind das hier auch, wie gesagt, das sind Verräter, sogenannte Ketzer. Und zwar auch normal Eliten und Grunts, im Nachhinein wie eine eigene kleine Allianz, nur ohne Brutes und Jäger. Hier, das ist übrigens auch eine neue Waffe aus diesem Spiel, das ist der Karabiner. Vergleichbar mit dem Feine oder ist ein Feine, okay. Quasi vergleichbar mit dem Kampfgewehr, nur mit einem Einschusssystem, auch mit Zoom. So. Perfekt. So. Perfekt, weiter geht's. Also sollen wir hier quasi einen Verräter finden. Und die Propheten haben also somit unser Leben verschont. Okay, perfekt. Kontrollpunkt erreicht. Sehr schön, fahren wir mit dem Lift. Weiter in die, Richter, Anlage hinein. Die heiligen Krieger des Sacred Ring. Warum haben die sich mit den Ketzern verbündet? Ja, die Wächter, die kennen wir schon aus der Halo-Anlage im ersten Teil. Und die sind jetzt auch gegen uns. Und zwar zusammen mit den Ketzern. Okay, habt ihr das gehört? Sichern und Tür öffnen. Und? Perfekt. Und wir öffnen die Tür.